Mann. Nicht aus. Hallöchen, Hertha-Fans, was geht ab? Wir sind endlich angekommen. Die Laune ist komplett im Keller, wir sind zu spät gekommen. Es regnet, wir sind einfach nur alle genervt, aber wir sind jetzt endlich da. Heute das Spiel hier gegen Paderborn in der Home Deluxe Arena. Sieht aus wie ein Möbelhaus, genau neben einem anderen Möbelhaus. Also man erkennt nicht so groß den Unterschied, aber komplett egal. Wir gehen uns jetzt die Akkreditierung holen, dann geht's rein. Ich zeige euch so viel wie möglich und natürlich das Spiel. Und dann hebt sich hoffentlich die Laune heute. Sonst bin ich wirklich die ganze Zeit genervt und das wäre schlecht. Sieht halt echt aus wie einfach nur ein richtig großer Container. Da kommen schon die ganzen Hertha-Fans. Hey. Alter Schwede, es regnet so doll. Boah, regnet es doll. Schnell rein hier. Hallöchen. So. Oh, Dennis, was geht? Na, was das schön. Was habt ihr euch für Wetter hier mitgebracht, ey? Das kann doch nicht wahr sein. Schnell hinterher, dankeschön. Boah. Es geht komplett ab hier. Was ist denn das? Heute werden wir getestet hier. Heute werden wir getestet. Hier ist unser Bus. Guckt euch das hier unten an, wie es hier schüttet. Ja, schauen, schön. Hallo. So, Freunde, hier sind wir. Hier ist die Mixzone. Hier versuchen wir jetzt zu trocknen. Wie gesagt, also wenn wir hier heute nicht gewinnen, da bin ich richtig sauer. Die Hose ist einfach komplett durch. Hey, aber Jule sieht ganz fresh aus. Hast du eine Wechselhose? Geht. Bei dir geht's, guck mal, bei Vanessa geht auch. Ich würde sagen, wir warten jetzt hier kurz, trocknen kurz, dann gehen die Spieler raus und dann gehen wir kurz in die Kabine, damit wir uns die Kabine angucken können, damit es auch ein Spiegel-Selfie gibt. Das ist wichtig. Die Jungs kommen jetzt hier schon zum Warmmachen raus, von beiden Teams, wir heute in Rot. Hallöchen. Ah, da sind sie doch, guck mal. Und so, Freunde, sieht die Umkleide für die Gäste hier bei Paderborn aus. Oh, hier geht's direkt mal mit der Dusche los. Krass, an dem sogar, warte mal, da müssen wir kurz mal gucken. Sieht man da was? Einfach mit dem Fenster direkt zum Platz. Geil, schön aufgeteilt hier alles. Die Jungs sind jetzt gerade schon zum Warmmachen raus. Und dann hat hier jeder seinen kleinen Bereich schön auf der Bank. Ist auch stark. Buffet. Hier geht es dann auch noch weiter. Hier sind dann die Physios. Da die Toilette. Aber ich habe schon entdeckt, kann man hier auch noch mal reingucken. Heimlich. Spiegel-Selfie. Na gut, dann geht's jetzt hier mal raus. Da sind wir, Freunde. Das ist hier das Stadion in Paderborn. Na gut, unsere Jungs machen sich hier schon mal warm. Hier sind dann auch die ganzen Kollegen. Oh, Benny und Paul. Hey, JP natürlich auch am Start. Was geht denn? Batsch. Gehen wir mal bei den Jungs zum Warmmachen da. Ist ja auch so unser kleines Ritual. Alter, ich hab ihn zurückgekriegt. Die wahnsinnig wie bei einem Horrorfilm hier, ey. Meine Güte. Ey. Guck mal, da oben sind sie. Wahnsinn. Also das mit diesem krassen Zaun dahinter ist ja komplett eigenartig. Hier sind auf jeden Fall die Jungs. Videobeweis, auch hier schon alles vorbereitet. Es ist so eigenartig irgendwie, nur mit dem Oberring. Der Oberring hat einfach drei Reihen oder so. Krass. Ist das hier etwa der Hoffnungsschimmer? Hat mich der liebe Fußballgott gehört? Das wäre doch mal schön. Boah, was ist denn das eigentlich? Guckt euch das an. Es ist ja an sich der Block jetzt hier so. Aber da unten sieht man ja noch die Beine, da ist der Eingang. Und dann müssen die ganzen Leute, die ganzen Fans über diese Treppen in den Block kommen und halt auch darüber wieder rauskommen.
Was ist denn das? Ich glaube, da oben ist eine Wand. Ich glaube, da geht es gar nicht weiter. Man kommt nur von unten da rein. Wer denkt sich denn sowas aus? Rasen durch den Regen auf jeden Fall richtig glitschig. Gucken, was Flo jetzt hier zaubert. Boah, doing. Taschen. Nochmal Pfosten, was ist hier los? Jetzt Harris, der macht ihn aber. Oh ne, der legt auf Fabi. Oh, der ist drin. Da ist schon ein bisschen gezuckt. Wie sie sich schon freut, weil sie eine Story aufnimmt. Hey, na, was geht ab, Hertha-Fans? Also, warte auf. Dennis auch dabei und im Block sieht ihr dann die Kabine und alles weitere. Richtig. Da sieht man alles. Cringe. Ist doch unser Vorname. Heute noch gehetzter hier, glaube ich, als gegen Kaiserslautern. Und da war es schon sehr gehetzt. Aber hier ist jetzt noch mal doller gehetzter. Das ist nicht mein Spieltag hier heute. Das muss man wirklich mal sagen. Das passiert auch. Das ist nicht mein Spieltag. Happy Birthday. Sascha. Harlechen, Harlechen, ey, Mann, ich sag's dir, Harlechen, Taschen. So, nochmal. Taschen, watsch. Boah, Freunde, wirklich an der Stelle, es tut mir so unglaublich leid. Ich habe euch einfach kaum irgendwie was richtig zeigen können. Kleine Side-Info, ich bin auch der Meinung, dass es jetzt nicht allzu viel gibt, aber trotzdem, wahrscheinlich hätte ich euch noch ein bisschen mehr zeigen können. Jetzt geht's gleich los, Freunde. Jetzt kommen unsere Jungs hier. Ah, komm schon, Mann, bitte 3 Punkte, das wäre so wichtig. Neben der Kabine, also neben der Auswechselbank wollte ich sagen, neben der Kabine, ich bin auch so durch. Jetzt müssen wir erstmal wieder gucken, auf welche Seite wir gehen. Erste Halbzeit auf die Gegnerfans und zweite Halbzeit auf die eigenen. Tausendmal besser. Let's go. Was habe ich? Ja, ich habe mich ein bisschen nass gemacht, ich war ein bisschen aufgeregt. Gutes Spiel. Boah, Fabi gegen 4 einfach. Fabi gegen 4 und er holt trotzdem den Einwurf raus. Ha, guckt euch das an. Abseits. Es sah schon so aus, als hätte er einen Schritt weiter vorne gehabt als Marathon, aber ich weiß nicht, ob hinten dort einer stand. Boah, es war wirklich abseits, wichtig. Also kein Tor für Paderborn. Hand von uns, aber zum Glück nicht im Strafraum. Boah, Mann, aber es ist ja übertrieben weit weg. Also, Freistoß Paderborn. Bitte nicht. Boah! Er schießt ihn einfach rechts an der Mauer vorbei. Da, wo Marius steht. Und der knallt komplett gegen die Unterlatte. Also, gute Viertelstunde gespielt jetzt hier. Wir sind auch immer noch nicht so richtig im Spiel. Wurde schon als Hertha-Schwein bezeichnet. Geiler Abend schon wieder. Mann. Noch ein Freistoß für Paderborn. Natürlich. Ihn genau oben links Pfosten rein. Komm, rüber. Ja, Digga, ja! Stark, Eamon, Junge, ja! So schnell geht's. Boah, gönn ich dem das. Dem gönne ich das richtig doll. Und uns gönne ich das auch. Oh, ist das wichtig. So, da sind wir doch.
Hertha-Fans gehen auch direkt steil. Also, Palko mit der Ecke. Mann, Digga, halt doch jetzt mal die Backen, ich will hier filmen. Also, Palko bei der Ecke, die Großen sind wieder da. Oh nee, Latte. Wahnsinn. Boah, endlich weg hier, ey. Ach ja. Das sind die Fans. So, Freunde, zweite Halbzeit. Falls es aufregend wird, Klopapier habe ich da. Freunde, hier vor der Hertha-Kurve, tausendmal geiler. Tausendmal geiler. Vielleicht machen wir jetzt hier noch ein bisschen. Geil, Goal, genau das meine ich. Macht einfach direkt Spaß. Gut. Ah, das war leider wirklich so gar keiner von uns. Oh, schade. Geil, wie er das abgerissen hat, aber da einfach noch was hängt. Oh, schöner Ball eigentlich. Mann, ey, aber wir haben auch kein Glück. Ist bald mehr Müll auf dem Platz als am Kotti. Jerry. Oh. Komm, Ivo. Geil. Nicht aus. Ja! Wie hier lang? Was? Welcher? Niemals! Der war auf keinen Fall im Aus. Na, sag mal. Meinst du? Nee, der war nicht aus. Der war nicht aus. Was pfeift er? Ja! Ja! Und Vanessa hat's gesehen! Ja! Geil, Billy, Junge! Ja! Komm, Jerry. Gut. Komm, Ivo, komm, Ivo. Gut. Ja! Ja, Mann! Ja! 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 Oh, Mann, yes! Oh, mir ist ein bisschen schwindelig. Mir ist ein bisschen schwindelig. Aber egal. Da sind wir doch, Freunde. Und unsere Fans sind sofort da. Oh, wieder heiser heute. Ich brauche wieder Halstabletten. Komm, Ivo, komm, Ivo. Zieh, 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 zieh. Ja, ist richtig. Weg damit, bitte. Ohne Foul. Oh Gott. Oh Gott. Lange kann's nicht mehr sein. Ja! Ja, Mann! Oh! Komm ja hier Team 1 rüber. Ah! Wichtig, Freunde. Oh, ich hab mir alles gezerrt beim Rüberklettern. Scheißegal. Ist das geil, Mann. Ist das geil. Ja, Mann. Stark, Willi, ja, Mann. Ja, wichtig, geil.
richtig. Hey, Villa! Hey! Richtig! Freunde, wer hätte das gedacht? Bei dem Tag, wir haben im Stau gestanden, wir sind fast zu spät gekommen. Es hat übelst geschüttet, ich wurde mit Bier beschüttet, beleidigt, bespuckt und es sah zwischendurch nicht gut aus. Aber komplett drauf geschissen. Wir gewinnen 3:2 hier in Paderborn. Gebt dem Video gerne ein Däumchen nach oben, kommentiert gerne irgendwas, teilt das Video an die Oma oder so, damit die Stimmung auch nochmal sieht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, Freunde. Natürlich gerne auch noch den Kanal abonnieren. Und dann, wie gesagt, bis zum nächsten Mal. Haut rein, hau he, euer Dennis. Macht's gut, ciao, ciao. Und noch ein Zusatz dazu. Vanessa war ja schon bei echt vielen Auswärtsspielen auch mit dabei. Aber es ist tatsächlich ihr erster Sieg hier heute. Wie, oh Gott, warte mal. Da sind die Spiele aufgezählt. Okay, aus der ersten Liga letzte Saison noch. Dann Düsseldorf, Nürnberg, Hannover, Wiesbaden, Braunschweig. Aber jetzt ist er mit dabei. Eineinhalb Jahre. Ja! Geil!